Rangiroa-Atoll in Französisch-Polynesien ist jeder Gezeitenwechsel etwas ganz Besonderes. Unmengen von Wasser strömen durch die schmalen Kanäle zweier Zuläufe. Mit einer Geschwindigkeit von 6 Knoten treffen sie auf Wellen aus dem offenen Meer. Dieses ungestüme Unterwasserreich ist das Zuhause eines Schwarms großer Tümmler, die in den Wellen spielen und auf Nahrungssuche gehen. Während unter ihnen Hunderte, vielleicht Tausende Jäger ihre Bahnen ziehen und auf ihre Gelegenheit warten. Treffpunkt der Haie. Die Geheimnisse des Rangiroa-Atolls. Das gewaltige Haivorkommen am Rangiroa-Atoll ist einmalig auf der Erde. Dennoch sind die Haie nicht die einzigen Raubfische hier. Barracudas drehen in riesigen Schwärmen ihre Runden. Einen 1,50 Meter lange Napoleonwrassen pirschen über die Korallenriffe. Und riesige Moränenaale mit dem Umfang eines Menschen liegen in Lauerstellung. Doch obwohl hier unten viele Gefahren lauern, ist dieser Ort auch eine Zufluchtsstätte. Für Seeschildkröten. Für eine Unzahl an tropischen Fischen. Und für Wale. In den beiden Kanälen am Rangiroa-Atoll suchen Buckelwale Schutz vor dem offenen Meer. Dennoch sind es Haifische, die man hier am häufigsten antrifft. Schwarzspitzenhaie und graue Riffhaie versammeln sich in den Kanälen. Silberspitzenhaie und Seidenhaie schwärmen durch die blauen Küstengewässer. Schwarzspitzenhaie bevölkern die innere Lagune. Weißspitzenhaie treffen sich in Unterwasserhöhlen. Und auch große Haifische geben sich die Ehre. Hier gibt es derart viele Haie, dass an den Mündungen der Kanäle oft riesige Schwärme anzutreffen sind. Doch Taucher haben sogar noch mehr entdeckt. Eine ganze Wand von Haien. Kaum sichtbar in den geheimnisvollen Tiefen, außer Reichweite der Tauchausrüstung. Ursprünglich dienten diese Geräte rein militärischen Zwecken. Für das Militär ist es wichtig, nicht entdeckt zu werden und möglichst leise zu sein. Und das Gleiche gilt manchmal auch für Filmemacher. Der Unterwasserkameramann Bob Cranston hat Haie auf der ganzen Welt gefilmt, ist einer der wenigen, der ein hochspezielles, geschlossenes Kreislauftauchgerät bedienen kann. Mit diesem Gerät kann er tiefer und länger tauchen, ohne Luftblasen abzugeben. Hier mit einer Sauerstoffflasche zu tauchen, ist ganz schön schwierig. Also ich hoffe so auf 55 bis 60 Meter direkt zu den Haien hinuntergehen zu können, ohne das ganze Geblubbere der Blasen. Sicher sind die Tiere dann viel zutraulicher und kommen näher an die Kamera heran. Außerhalb der Kanäle, entlang den korallenbedeckten Abhängen dieses uralten Vulkans, geht es hunderte von Metern hinab.
Nur dort unten wird Cranston diese riesige Ansammlung an Haien im Film festhalten können. And what about using this, particularly this sharks, not... Darüber hinaus steht ihm der Biologe Michael Poole zur Seite, um die Beziehungen zwischen Haien und Delfinen in diesen Gewässern zu dokumentieren. Oft wird fälschlicherweise angenommen, dass Haie und Delfine niemals im gleichen Gebiet anzutreffen sind oder auch, dass sie erbitterte Feinde sind. Beides trifft nicht zu. Besonders am Rangiroa-Atoll scheinen Delfine und Haie einen Waffenstillstand geschlossen zu haben. Vielleicht profitieren sie sogar von dieser Art des Zusammenlebens. Rangiroa liegt im nordwestlichen Quadranten des Tuamotu-Archipels, etwa 370 Kilometer nördlich von Tahiti. Die Tuamotus bilden die längste Kette von Korallenatollen der Erde. Und das Rangiroa-Atoll ist das zweitgrößte der Welt. Doch vor langer Zeit sah es hier noch ganz anders aus. Über einem Hotspot, ein Ausschmelzungsbereich zwischen Erdkruste und Magma, bildete sich ein Hotspot-Vulkan, auch Plume genannt. Aus der Tiefe stieg Lava empor, kühlte ab und schuf neues Land. Im Laufe von Jahrmillionen durchbrach dieser Hotspot-Vulkan die Wasseroberfläche und bildete eine Insel. Aber die Bodenplatten schoben sich über den Hotspot in der Erdkruste hinweg und der Vulkan erlosch. Der Regen ließ Flusstäler entstehen, die das massive Eiland nach und nach unterspülten. Übrig blieb nur ein Ring aus Korallen, der sich an den Flanken des Vulkans bildete. Ablagerungen entstanden durch Sturmfluten, waren der Grundstein für neue Inseln. Sandige Riffinseln, genannt Motus, die Rangiroas heutigen Inselring bilden, das Korallenatoll. Im Laufe der Zeit siedelten sich Pflanzen und Tiere an und auf den Motus kehrte Leben ein. Palmen, Mangroven, Sandstrände. Und das Meer versorgte die nistenden Seevögel mit allem, was sie brauchten. Im Inneren des Atolls entstand eine Lagune, ein flaches und warmes Meerwasserbecken, 1000 Quadratkilometer groß. Heute gedeiht hier eine ungeheure Vielfalt an Tierarten. Obwohl nur zwei Kanäle Rangiroas Lagune mit der offenen See verbinden, sind es diese beiden Zuflüsse, denen das Atoll seine Lebensvielfalt verdankt. Das Wasser der Gezeiten, das die äußeren Riffe umspült, ist voller Nährstoffe für jede Art von Lebewesen, vom Zooplankton bis hin zum Haifisch. An diesen äußeren Abhängen, an der Mündung zum Tiputa-Pass, wird Bob Cranston seinen Tauchgang wagen. Die Bedingungen sind extrem, da das Gezeitenwasser hier mit enormer Gewalt herausfließt.
Cranston und Poole werden von einem Team französischer Taucher begleitet, angeführt von Yves Lefebvre, einem Pionier in der Unterwasserforschung am Rangiroa-Atoll. Um in 60 Meter Tiefe sehen zu können, setzt Cranston 600 Watt starke Kabellichter ein, gespeist von einem Generator an Bord der Zodiac. Beim Abstieg durch diese reißende Strömung sehen Cranston und seine Begleiter, wie Wasserwirbel an der Oberfläche mächtige wirbelsturmartige Winde unter Wasser erzeugen. Das Meer ist ein unberechenbares Wirrwarr. Das Tosen des Wassers gleicht dem eines vorbeirasenden Güterzuges. Ich habe jede Menge Ausrüstung bei mir. Das Kreislauftauchgerät wiegt 33 Kilogramm, die Kamera noch einmal so viel. Die Strömung zerrt an all diesen Geräten. Meine größte Sorge beim Tauchen in starker Strömung ist, dass ich in die eine und das Boot in die andere Richtung getrieben werde und ich das Boot verliere. Mit meinem Kreislaufatemgerät gebe ich keine Luftblasen ab, denen das Boot folgen könnte. Cranston kann lediglich an den Rändern des Kanals tauchen, ansonsten würde er aufs offene Meer hinausgetrieben werden. Im Gegensatz zu den Delfinen. Michael Poole und die anderen Taucher sind umgeben von einer besonders lebhaften Gruppe. Ich weiß immer, wann ich nach Delfinen Ausschau zu halten habe. Man hört sie lange, bevor man sie sieht. Und dann kommen sie torpedoartig angestürmt. Delfine haben immer ihren Spaß. Aber so schnell sie auftauchen, so schnell sind sie auch wieder verschwunden. Auf ihrem Weg zur Spitze des Riffs bei 15 Metern stoßen die Taucher auf die ersten Haie. Schwarzspitzenhaie in überschaubarer Anzahl. Am Rangiroa-Atoll trifft man sowohl am äußeren Riff als auch in der Lagune auf diese Tiere. Es sind relativ kleine Haie mit ungewöhnlichem Aussehen, markant, aber gleichzeitig zierlich. Ihre Jagdmethode beruht eher auf Köpfchen als auf Muskeln. Sie haben eine besondere Taktik. Sie tarnen sich auf dem Meeresgrund und warten in dieser Lauerstellung auf Beutetiere, die über sie hinwegschwimmen. Dann schießen sie plötzlich nach oben. Schwarzspitzenhaie zählen zu meinen Lieblingshaien. Sie sind zwar nicht sonderlich groß, aber putzig. Sie sind sehr schnittig, aber auch muskulös. Sie zeigen etwas mehr Persönlichkeit, vermutlich weil sie kleiner sind und von anderen Haien gejagt werden. Ihnen begegnet man im Wasser gern als erstes und sie sind wirklich prima. Während seines weiteren Abstiegs begegnet Cranston in etwa 25 Metern Tiefe einer weitaus gefährlicheren Spezies. Diese flinken, mächtigen und extrem beutegierigen Silberspitzenhaie verbringen den Tag üblicherweise in Hunderten von Metern Tiefe. Am Rangiroa-Atoll zieht der Brandungsrückstrom sie jedoch viel näher an die Oberfläche. Im Vergleich zu Schwarzspitzenhaien sind Silberspitzenhaie richtige Kerle. Sie sind groß, stämmig und sehr präsent. Bei Silberspitzen muss man stets aufpassen. Einmal habe ich ein großes Weibchen mit Narben am Hinterkörper und über den Brustflossen gesehen. Solche Narben entstehen bei der Paarung. Das Haimännchen beißt seine Partnerin, dann schlagen sie ihre Schwanzflossen umeinander und paaren sich. Nur so können sie einander festhalten.
30 Metern Tiefe unterhalb des Riffs entdeckt Cranston die ersten grauen Riffhaie. Überall auf der Welt sind diese Haie in Gruppen von ein paar Dutzend unterwegs. Doch hier ist ihre Anzahl ungleich größer und mit der Flut werden es immer mehr. Als Jäger in mitteltiefen Gewässern bevorzugen graue Riffhaie die Ränder steiler Abhänge und starke Strömungen. Wenn hier im Tiputa-Pass das Wasser auswärts strömt, richten sich die Haie anhand der Strömungsspitze aus. Ich habe noch nie so viele Riffhaie gesehen. Zwar ist jede Haiart aufregend, aber bei einer solchen Anzahl fließt mein Adrenalin in Strömen. Das abfließende Wasser, das Mäuler und Kiemen der Haie passiert, dient schon einmal als Appetitanreger. Das Abendessen kommt später. Zurück in der Lagune. Ein tahitischer Speerfischer büßt seinen Fang ein. Dieser wird mit der Strömung durch den Kanal gespült. Eine so leichte Beute kommt den Haien gerade recht. Ein solches Schicksal erleiden am Rangiroa-Atoll alle verletzten oder kranken Tiere. Wenn Cranston zu den Haischwärmen hinabtaucht, muss er mit einer weiteren Gefahr fertig werden, der Inertgasnarkose, auch Tiefenrausch genannt. In über 45 Metern Tiefe ist sein Zustand mit dem nach 4 Gläsern Martini zu vergleichen. Doch er muss sein Tauchgerät, die Kabellichter und seine Kamera bedienen und gleichzeitig rücken ihm mehr und mehr Haie zu Leibe. Es ist ein bisschen wie bei einer Stickstoffnarkose. Und mir gefällt dieses Gefühl. Das macht die Sache aufregend. Die Luft wird dicker beim Atmen. Man kann sagen, dass man ein wenig high wird. Es ist, als würde man alle 15 Meter einen Martini auf nüchternen Magen trinken. Demnach habe ich in 60 Meter Tiefe einen angenehmen Pegel. Auf seinem Weg nach unten bleiben Dr. Poole und die französischen Taucher zurück. Beim Tauchen mit dem Kreislauftauchgerät muss ich viele Anzeigen im Auge behalten. 3 Sensoren zeigen mir den Partialdruck des Sauerstoffs an. Weiter gibt es Anzeigen für Tiefe und Tauchdauer. Man schaut sich die Anzeigen an und denkt, prima, ich weiß, wo ich gerade bin und wie tief ich gehen kann. Aber dann konzentriert man sich wieder auf das Filmen und vergisst die Anzeigen komplett. Darum muss man die Messgeräte ständig überprüfen, denn bei 75 Metern Tiefe bleibt im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr viel Luft. Unterhalb von 60 Metern verdunkelt sich die Unterwasserwelt. Obwohl kaum sichtbar, spürt Cranston eine Bewegung. Eine riesige Wand aus Haien. Unter ihm in einer Tiefe von 75 bis 90 Metern befinden sich hunderte graue Riffhaie. Diese Tiere haben im Laufe der Jahrtausende ihr ganz eigenes System entwickelt. Ich denke, dass es sowohl eine Größen- als auch eine Geschlechtertrennung in diesen Schwärmen gibt. Kleinere Tiere möchten sich nicht unbedingt mit größeren um denselben Fisch streiten. Musik
In 90 Metern Tiefe ist Cranston plötzlich von einer kleinen Gruppe Delfine umgeben. Obwohl sie von zahllosen Raubfischen umzingelt sind, haben sie aber ganz offensichtlich ihren Spaß. Nicht nur das, denn während Cranston die Delfine beobachtet, bemerkt er, wie ein paar Haie davonjagen. Delfine sind ganz anders als Haie. Haien geht es nicht ums Spaß haben. Haien geht es ums Überleben. Blickt man einem Delfin in die Augen, sieht er einen an. Bei einem Hai ist das anders. In seinen Augen sieht man nur etwas Kaltes und Schwarzes. Doch die Zeit hier unten läuft ab. In dieser Tiefe kann Cranston sich trotz seines Atemgeräts nur ein paar Augenblicke aufhalten. Seine Sicherungstaucher sind inzwischen längst zur Ankerleine zurückgekehrt. Die Kehrseite eines zu tiefen und zu langen Tauchganges ist die Dekompressionszeit. Nun muss sich Cranston allein und in genau kalkulierten Abschnitten auf den Weg zur Oberfläche machen. Oberhalb von 10 Metern fängt er an, nur noch reinen Sauerstoff einzuatmen. Das reduziert die Dekompressionsdauer auf die Hälfte. Da unten gibt es verdammt viele Haie und starke Strömungen. Jede Menge Haie. Und sie sind schnell. Unglaublich, wie sie um einen herumschwirren. Ich habe schon ein Dutzend oder 20 bis 30 Haie auf einmal gesehen. Aber niemals Hunderte. Je weiter man runtergeht, desto mehr gibt es. Erst so 50 oder 60 Exemplare. Und etwas weiter dann wieder 50 bis 60. Und man schaut sich um und das sind 100 Haie, 200 Haie. Und wenn du ein wenig herumschwimmst, siehst du 500 Haie. Keine Ahnung, wie viele Haie hier unterwegs sind. Ein paar Stunden nach Einsetzen der Ebbe kommt alles zur Ruhe. Die Wellen im Tiputa-Pass lassen nach. Für die großen Tümmler des Rangiroa-Atolls bedeutet das Niedrigwasser eine Unterbrechung ihrer Aktivitäten, auch wenn sie oft auf den letzten Wellen Richtung Strand reiten. In diesen stillen Stunden zwischen den Gezeiten legen die Delfine eine Pause ein. Sie tun sich zusammen, um gemächlich durch das flache Wasser in Ufernähe zu gleiten. In den Frühlingsmonaten müssen sie noch wachsamer als gewöhnlich sein. In dieser Zeit statten zwei sehr unterschiedliche Spezies dem Atoll ihren Besuch ab. Seeschildkröten verlassen ihre Futterplätze, um ihre Eier in der Lagune abzulegen. Ihrer Geruchsspur folgend nähern sich zwei gigantische Tigerhaie dem Tiputa-Pass. Verglichen mit den 1,80 Meter langen Schwarzspitzenhaien sind sie wahre Riesen. In den kommenden ein oder zwei Monaten werden diese Tigerhaie zu den regelmäßigen Besuchern hier zählen. Und die Delfine werden besonders wachsam sein. So schnell, wie sich das Wasser zurückgezogen hat, kommt es auch wieder. Kristallklar strömt es aus dem offenen Meer herein und erquickt die trübe Lagune.
Diese Bedingungen will Cranston nutzen und entscheidet sich dafür, eine weitere einheimische Haiart mit der Kamera einzufangen. Die aufkommende Flut, ebenso ruhelos wie die Ebbe, ermöglicht ihm einen schnellen Drift-Dive, einen Strömungstauchgang durch den Tiputa-Pass und dann in die Lagune. Drift-Dives sind eine tolle Sache, weil man ohne große Anstrengung vorankommt. Hier unten im Pass ist die Strömung enorm stark und man gleitet schneller voran, als man schwimmen könnte. Um Aufnahmen machen zu können, muss man sich strecken und dann irgendwo gut festhalten. Besser ist es, sich aus der Strömung zu lösen, sich hinter einen Felsen oder in eine Höhle zu kauern und dann beobachten, was da vorbeikommt. Wenn man dann wieder in die Strömung hinein möchte, schwimmt man einfach los. In einer Höhle mitten im Tiputa-Pass findet Cranston, wonach er sucht. Rangiroas schlafende Haie. Im Gegensatz zu den meisten Haifischen, die, um atmen zu können, schwimmen müssen, pumpt der Weißspitzenhai das Wasser selbst über seine Kiemen. So kann er ohne weiteres im Schutz der Höhlen sein Nickerchen halten. Cranston überlässt die schlafenden Haie sich selbst und treibt in Richtung Rangiroa-Lagune vor. Während er der Strömung hilflos ausgesetzt ist, bewegen sich andere Tiere mühelos fort. Pompano- oder Barracuda-Schwärme scheinen ihre ganz eigene Dynamik in diesen aufgewühlten Gewässern zu entwickeln. Hat die einsetzende Flut ihren Höhepunkt erreicht, entstehen auch in der Lagune selbst heftige Strömungen. Ein Großteil des Lebens in diesem Riff ist von diesem täglichen Wasseraustausch abhängig. Fische, die ihre Nahrung aus dem Wasser filtern, sind nun unterwegs. Genauso diese Clownfische, die in den giftigen Tentakeln der Seeanemone leben. Manche Tiere, wie dieser Drückerfisch, brechen auf ihrer Suche nach überkrusteten Röhrenwürmern oder anderen Kleintieren Korallenstücke ab. Aber solange die Gezeiten über diese Riffe hinwegrauschen, kann das Wachstum der Koralle den Verlust wettmachen. Rangiroas Lagune dient außerdem als Rückzugsort und Geburtsstation, in der viele kleine Haie das Licht der Welt erblicken. Schwarzspitzenhaie auf ihrem 30 Kilometer langen Weg vom Tiputa-Pass ins innerste Refugium Rangiroas, der spektakulären blauen Lagune. Instinktiv bleibt der noch junge Haifisch im flachen Wasser, gerade einmal 30 Zentimeter tief und von der Äquatorsonne auf gut 32 Grad erwärmt. Für die großen Raubfische ist das Wasser hier viel zu flach. Gegen Nachmittag, wenn die Gezeiten erneut Pause machen, bleibt ein trübes Gemisch aus organischen Partikeln in dem jetzt ruhigen Wasser zurück.
Diese Bedingung nutzt eine weitere einheimische Haifischart und macht sich auf die Jagd. Den Schwarzflossenhai stört das trübe Wasser nicht. Er verlässt sich auf seinen Geruchssinn und bewegt sich wie ein Spürhund im Zickzackkurs über den sandigen Grund der Lagune. In seiner Begleitung befinden sich ein oder mehrere Schildfische, furchtlose Trittbrettfahrer, die den Hai als Mitschwimmgelegenheit und Nahrungsversorger nutzen. Sobald der Schwarzflossenhai einen Fang gemacht hat, stürzen sich Schildfische und andere in der Nähe befindliche Haie auf die Überbleibsel. Sind sie mit dem Fressen fertig, klettern die Schildfische an Bord des nächstbesten Hais. Sobald das Wasser wieder abzufließen beginnt, nehmen die Delfine im Tiputa-Pass ihre akrobatischen Übungen wieder auf. Unter ihnen rotten sich die Haifische zusammen. Trotz ihrer großen Anzahl können es diese Haie nicht mit den Delfinen aufnehmen. Das zumindest ist die Beobachtung von Dr. Michael Poole. Wir haben beobachtet, wie die großen Tümmler die Silberspitzenhaie immer enger umkreisen, ihnen sogar noch eines mit der Schwanzflosse mitgaben, um zu zeigen, wer hier das Sagen hat. In der Hoffnung, Delfine und Haie zusammen beobachten zu können, gehen Cranston und Poole nun 400 Meter vor dem Pass ins Wasser. Bald werden sie von einem kleinen Schwarm Silberspitzenhaie entdeckt, begleitet von einer Gruppe Seidenhaie. Im offenen Meer sind diese beiden Haiarten schnell und aggressiv. Sie nähern sich gefährlich schnell, legen sich mit den Sicherheitstauchern an. Im offenen Meer nach Haien zu tauchen, ist immer noch etwas aufregender, weil man von ihnen umzingelt werden kann. Und 5 oder 6 Exemplare lassen sich nicht gleichzeitig im Auge behalten. Von daher ist es ganz schön, ein paar Tauchkollegen dabei zu haben, die einem Rückendeckung geben. Aber wenn man von ihnen getrennt wird und es ganz plötzlich von Haien nur so wimmelt, nützen sie einem auch nichts. Noch bevor sie zu sehen sind, hören die Taucher die Pfeif- und Klicklaute der großen Tümmler. Die Delfine tauchen auf, ziemlich aufgeregt, springen inmitten der Haie umher. Aber dann nähern sich 4 erwachsene Delfinmännchen. Schulter an Schulter demonstrieren die 3 Meter langen Tiere Stärke. Die Haie ziehen sich zurück. Die Delfine schwimmen näher an die Taucher heran. Während die Haie Abstand halten. Abgeklärt und selbstbewusst scheinen die Delfine diesen Teil des Meeres für sich zu beanspruchen.
Die Strömung zieht die Taucher nun über das äußere Riff. Mit dem erneuten Zustrom von Nährstoffen aus der Lagune versammeln sich nun auch die großen Räuber. Mantarochen sind wunderbar anmutige Tiere. Sie gehören zu den besonders großen Tieren, die sich aber nur von Kleinstlebewesen ernähren. Unsere Scheinwerfer ziehen Zooplankton an, die Hauptnahrung der Rochen. Ich denke, dass dies für diesen Rochen eine günstige Gelegenheit war, um einfach an Futter zu kommen. Wo Mantarochen aufeinandertreffen, bietet sich die Gelegenheit zur Paarung. Mit ihrem ganz eigenen außergewöhnlichen Ballett werben mehrere Männchen um ein Weibchen. Jedes Männchen will das andere an Akrobatik und Ausdauer übertreffen. Auf ihrem weiteren Weg entdecken die Taucher eine Gruppe gefleckter Adlerrochen. Diese graziösen Tiere sind an den Rändern des Rangiroa-Atolls manchmal in Schwärmen von 50 oder mehr anzutreffen. Auch diese Tiere haben sich gepaart. Einer der Rochen ist davon so erschöpft, dass er seinen Weg über das Riff kaum fortsetzen kann. Entlang des Riffs gesellen sich erneut große Tümmler zu den Tauchern. Diesmal sind es Halbwüchsige. Voller Energie und Übermut preschen sie durch die Strömung. Doch dann nähert sich aus der Tiefe des Meeres einer der furchterregendsten Raubfische überhaupt: der große Hammerhai. Den ganzen Tag hatte ich Ausschau nach Haien gehalten und plötzlich tauchte vor mir etwas Riesenhaftes auf. Es dauerte eine Weile, bis ich erkannte, was es war. Langsam bewegte es sich über den Meeresboden. Dieser Hai war 4,50 Meter lang und die kleinen grauen Riffhaie würde er zum Frühstück verspeisen. Nicht selten folgt ein großer Hammerhai dem Geschwader an gefleckten Adlerrochen in den Tiputa-Pass hinein, in der Hoffnung auf einen erschöpften Freier. Rochen stehen auf dem Speiseplan der Hammerhaie zwar ganz oben, aber sie fressen fast alles, auch andere Haie. Um nicht entdeckt zu werden, schwimmt der Hammerhai ganz dicht am Riff. Aber einer der jungen Delfine bemerkt ihn und schlägt Alarm. Die Delfine gruppieren sich unverzüglich neu und konfrontieren den Hai mit wütenden Sonarlauten. Und auch in der Tiefe organisieren sich die grauen Riffhaie zu dicht gedrängten Schwärmen. Die Tümmler geben weiter Sonarlaute von sich und signalisieren damit dem Hammerhai, dass sie um seine Anwesenheit wissen. Dann treiben sie nach oben im Schutz der stehenden Wellen. That was
Das war toll. Die Tiere haben prima mitgemacht. 22 Delfine, 2 Untergruppen. Gute Arbeitsbedingungen. Das Wasser ist klar und wir sind dicht an den Tieren dran, die sich toll verhalten. Und das Beste, das alles passiert direkt vor dem Tiputa-Pass. Und da unten sind hunderte von Haien. Die Hammerhaie, fressen sie Riffhaie? Riffhaie und Adlerrochen. Toll, so viele Haie zu sehen. Und sie sind ziemlich neugierig und schwimmen um einen herum. Das ist wunderbar. Auf ihre Reise durch den Antarktischen Ozean kommen viele Meeressäuger am Rangiroa-Atoll vorbei. Und so gut wie alle haben Tiefseehaie im Schlepptau. Buckelwale, Grindwale und Rauzahndelfine reisen in den Gewässern vor dem Tiputa-Pass oft zusammen, vielleicht zum Selbstschutz. Eine der größten Gefahren geht von Weißspitzenhaien aus. Sie sind ungeheuer schnell, aggressiv und beweglich und sie greifen ohne Vorwarnung an. Michael Poole hat faszinierende Beobachtungen von Begegnungen zwischen Meeressäugern und Haien im offenen Meer gemacht. Unter anderem die Reaktion einer Delfingruppe, der ein Hai zu nahe gekommen war. Der größte Weißspitzenhai, den ich je gesehen habe, tauchte hinter dieser Gruppe auf, die in Richtung Norden unterwegs war. Was würden die Delfine tun? Ihn umzingeln, ihn angreifen oder verjagen? Die Antwort war überraschend, sowohl in ihrer Einfachheit als auch in ihrer Wirksamkeit. Als der Hai von hinten näher und näher kam, teilte sich die Gruppe einfach V-förmig. Das gab diesem Hai viel Platz, als er in ihrer Mitte war. Es war ziemlich offensichtlich, dass die Delfine trotz ihrer Überzahl großen Respekt vor einem Hai dieser Größe und besonders dieser Art hatten. Die Bedrohung durch Tiefseehaie ist derart akut, dass trächtige Buckelwalweibchen und solche mit neugeborenen Jungen gelegentlich Schutz im Inneren der Rangiroa-Lagune suchen. Für diese riesigen Tiere ist es nicht leicht, diese trügerischen Kanäle zu passieren. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Grund, warum Walmütter hierher kommen. Der Grund, weshalb diese Weibchen hierher kommen, ist vielleicht nicht nur, um Räubern wie Killerwalen, Haien und anderen zu entgehen. Es kann auch sein, dass sie manchen Männchen, die auf Freiersfüßen wandeln, aus dem Weg gehen wollen. Während sich die erschöpften Weibchen um ihren Nachwuchs kümmern, ziehen die Männchen auf dem Meer umher und tragen dort ihre Kämpfe aus. Sie nehmen die Verfolgung der Weibchen auf. Wenn es der Mutter oder ihrem Jungen zu viel wird, entschlüpfen sie durch einen der Kanäle des Atolls. Es sieht so aus, als ob sich diese Weibchen nur noch ausruhen wollen. Sie haben eine beschwerliche Reise aus der Antarktis hinter sich und haben die ganze Zeit nichts gefressen. Sie leben von ihren Fettreserven. Gleichzeitig säugen sie ihren Nachwuchs. Die Männchen folgen den Weibchen niemals in die Lagune. Sie setzen lieber ihre Zweikämpfe auf dem Meer fort. Bei Nacht zeigt sich in den Riffen von Rangiroa eine ganz andere Welt.
Jean-Pierre, tu vérifies bien, tu reprends bien tes repères là. Mit Einbruch der Dunkelheit tauchen Cranston und ein französisches Tauchteam hinab, um die Welt da unten zu dokumentieren, insbesondere das Verhalten der Haie. Yann, s'il se décroche, il éteint la lumière, hein? Okay? Tu vas protéger ma descente. Ok. Mit zunehmender Tiefe nimmt das Licht ab. Cranston und seine Begleiter stoßen auf Schwärme von Falter und Doktorfischen, die sich entlang den Rändern des Tiputa-Passes aufhalten. In einem gemeinsamen Paarungstanz steigen die Fische auf und schnellen dann in kleinen Gruppen davon. Dabei setzen sie ihren Laich in der Strömung ab, damit die befruchteten Eier aufs Meer hinausgetragen werden, fort von den vielen Räubern. Eier und Spermien werden ausgestoßen, verbinden sich im Wasser und werden mit der Strömung fortgetrieben. Diese kleinen Fische nutzen also die Strömung, um ihre Gene auszustreuen. Bei Nacht ist diese Unterwasserwelt völlig verändert. Papageifische, die tagsüber aktiv sind, ruhen sich nun in Kokons aus, angefertigt aus selbstproduziertem Schleim. Kokons, die die Identität der Fische vor ihren Feinden verbergen. Als Cranston in die Dunkelheit des Kanals abtaucht, sieht er die ersten Haie. Größtenteils graue Riffhaie, aber auch ein paar Weißspitzenhaie, die ihre Ruhehöhlen verlassen haben und auf der Jagd sind. Nachts sind die Haie weitaus aggressiver als tagsüber. Sie kommen schneller in Richtung der Scheinwerfer geschwommen, die mit Wechselstrom betrieben werden. Die Haifische werden dadurch angelockt und scheuern sich an den Kabeln oder knabbern daran. In dieser Situation ist Cranston auf seine Sicherheitstaucher angewiesen, die Haie von seiner Ausrüstung fernhalten. Aber noch mehr hat sich verändert. Die fröhlichen Fischschwärme sind verschwunden. Genau wie die Delfine, die jetzt vermutlich im offenen Meer auf Jagd sind. Von den organisierten und beinahe gleichgültigen Haifischschwärmen des Tages ist nichts mehr zu sehen. Um jede Beute wird erbittert gefochten. Tagsüber entspannen sie vielleicht. Möglicherweise sind nicht alle Tiere in diesen Schwärmen noch wirklich wach. Und unsere Stromkabel wirken dann wie ein Essensgong und sie legen los. Hier in der Dunkelheit wird klar, dass die riesige Wand an Haifischen doch nicht so gefährlich wie angenommen war. Diese Riffhaie tun sich tagsüber vermutlich zu einer Schutzgemeinschaft zusammen. So gut wie jedes Meerestier wird von einem anderen gefressen. Jeder Räuber hat seinen Jäger, bis hinauf zum Alpha-Räuber. Die Alpha-Räuber hier sind der Tigerhai und der große Hammerhai.
Darum scheint es nur vernünftig, dass die Riffhaie sich zum Schutz zusammenrotten. Am Rangiroa-Atoll wechseln wie jeden Morgen seit Millionen von Jahren die Gezeiten. Die Räuber ziehen sich zurück. In ihrem eigenen Refugium gut geschützt, ruhen sie sich tagsüber aus. Wie diesem ist Platz genug für Delfine und Haie. Und für Wale. Sogar für jene Einzelgänger, die aus den unergründlichen Tiefen des Meeres aufsteigen. In diesem Fleckchen Erde im Südpazifik verstehen es die verschiedenen Lebewesen des Meeres vielleicht mehr als irgendwo sonst auf der Welt in natürlicher Harmonie zusammenzuleben. Vielleicht ist genau das Rangiroas größtes Geheimnis.